Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Rezension zu Maggie und die Stadt der Diebe von Patrick Herdweg geben. Das Ganze ist im Thienemann Verlag erschienen und kostet neu 14,99 Euro. Ich blende euch das aber natürlich wie immer hier ein und verlinke euch Buch, Verlag und Autor, da es ein deutscher Autor ist, in der Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen und euch nochmal nähere Informationen einholen, falls euch dieses Buch interessiert. Ja, ich habe das Ganze von Patrick persönlich als Rezensionsexemplar gestellt bekommen. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut und dafür möchte ich mich an dieser Stelle natürlich einmal vom ganzen Herzen bedanken. Ich habe sogar ein kleines Autogramm sozusagen da reingeschrieben bekommen und habe auch noch eine Autogrammkarte von ihm bekommen. Die habe ich als Lesezeichen benutzt. Ich finde sowas immer ganz nett, wenn man das dann als Lesezeichen benutzen kann. Und ja, ich möchte nicht länger um den heißen Brei reden. Erstmal geht es jetzt um den Inhalt. In dieser Geschichte, die 1870, ich muss einmal gucken, in New York spielt, geht es um die junge Maggie. Maggie ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, 13. Und die Slums von Manhattan sind halt kalt und düster und birgen lauter Gefahren. Es gibt Gangs und ähnliches. Und unsere junge Protagonistin findet sich in einem dieser Slums wieder, hat nicht wirklich Erinnerung an ihre Vergangenheit, weiß halt gerade noch so ihren Namen. Und als sie dann einen Jungen kennenlernt, der ihr irgendwie Unterschlupf in seiner Bande gewährt, ist sie erstmal heilfroh, dass sie sozusagen aus dieser ganzen Situation erstmal rauskommt. Aber nach und nach erwachen immer wieder schlimme Erinnerungen in ihr und sie will das Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur gehen. Und das tut sie dann auch mit Hilfe der 40 Little Thieves, heißen sie, glaube ich, mit dieser Diebesbande. Und ja. Ja, es sind ziemlich düstere Geheimnisse, die mit ihrer Herkunft zusammenhängen. Was das genau ist und wie die Geschichte ausgeht und ob Maggie alle Geheimnisse lüften kann und was ihren Freunden in ihrer Diebesbande passiert, das müsst ihr selber lesen. Mir hat's gut gefallen. Patrick hat an sich einen sehr, sehr außergewöhnlichen Schreibstil, wie ich finde, was überhaupt nichts Negatives ist, aber man braucht etwas Zeit, um in diesen Schreibstil reinzukommen, weil stellenweise ist er sehr umgangssprachlich, sehr salopp geschrieben, andererseits wiederum etwas erwachsener, als man vielleicht für das Alter der Protagonisten ja glauben möchte. Die Geschichte ist sehr... ja, speziell würde ich sagen. Maggie ist ein Charakter, der sehr pfiffig ist, der weiß, wo sie hin möchte und so weiter. Also das hat mir gut gefallen. Sehr straight das Mädchen und sowas mag ich recht gerne oder sehr gerne. Wenn eine Figur sehr straight ist und weiß, welches ihre Ziele sind und diese auch versucht zu erreichen. Natürlich ist immer noch mal die Frage, mit welchen Mitteln. Aber die wählt auch Maggie hier sehr, sehr gut. Und ja, an sich eine Geschichte, die sehr, sehr gelungen ist, die mir gut gefallen hat. Der Schauplatz ist interessant, denn es ist doch ziemlich düster, kühl. Man fühlt sich sehr oft verlassen als Leser, so auch mit diesen ganzen Fragen und Geheimnissen. Und das macht das Ganze nochmal extra spannend. Ich bin nur unschlüssig, weil die Protagonistin so jung ist, aber irgendwie, ich finde, dass das Buch gar nicht so jung ist. Also vom Schreibstil und von der ganzen Atmosphäre her wirkt dieses Buch einfach ein bisschen älter. Und ich bin mir unschlüssig, ob ich das Ganze als Kinderbuch deklarieren würde oder doch eher in die Jugendbuchsparte einsortieren würde. Denn ich bin ja auch schon ein bisschen was älter, aber ich fand das Ganze echt düster, dunkel, geheimnisvoll, stellenweise auch ein bisschen brutal. Und irgendwie mag man ja meinen, dass man das hier so als Kinderbuch abtut. Aber ich finde, da passt das überhaupt nicht rein in die Sparte. Schlussendlich hat es mir echt gut gefallen. Es konnte mich gut unterhalten. Der Schreibstil hat mich immer ein bisschen langsamer lesen lassen, als ich normal lese. Das hat dem Ganzen aber eigentlich gar keinen Abbruch getan. Es hat nur den Lesefluss für mich so ein bisschen ins Stocken gebracht. Von daher würde ich dem Ganzen jetzt 4 Sterne geben. Gute 4 Sterne. Patrick hat da echt ein tolles Werk geschrieben. Ich habe auch schon gehört, dass es echt kritisiert wird wegen dem Schreibstil. Aber ich finde, da darf man sich gar nicht so viele Gedanken drum machen. Denn der Schreibstil passt einfach zu dem Jahrhundert. Wir befinden uns hier halt im 19. Jahrhundert. Und ich finde, das ist rundum eigentlich passend. Es ist halt nur, glaube ich, kein Kinderbuch.
Also da würde ich es nicht einsortieren. Ansonsten 4 Sterne, gute Geschichte. Ich bin gespannt, ob da noch ein zweiter Teil für zukommen wird, denn es endet doch relativ offen. Und ja, das war es, glaube ich, an dieser Stelle schon von mir. Falls ihr das Buch schon gelesen habt oder noch lesen wolltet und euch unsicher wart, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye, meine Lieben!